Ja, hallo und herzlich willkommen. Eigentlich ist es ein angezockt Reloaded von Lego City Underground, weil ja, es ist bei euch super angekommen, also zumindest die Reaktionen waren fantastisch. Ich habe mir auch ehrlicherweise kurz überlegt, ein ganzes LP daraus zu machen, habe es aber verworfen mit einem ganz banalen Hintergrund. Ich will dieses Spiel auch mal unterwegs spielen können, dann kann ich es nicht aufnehmen und dann kann ich natürlich auch kein LP-Reihe daraus machen. Aber ich dachte mir zumindest mal ein zweites angezockt bin ich euch irgendwie schuldig, weil es euch wirklich gut gefallen hat. So, jetzt gucken wir aber mal, wie es hier weitergeht. Ihr seht, von der letzten Folge zu dieser habe ich wirklich auch nicht weiter gespielt. Deswegen gucken wir mal, was da jetzt hast du diese Clowns schon geschnappt? Chief will. Ja, Chief. Dann geh und kümmere dich um die Straßensperre auf der Auburn Bay Brücke. Diese Anfänger haben es versaut. Schlimmer kann es nicht mehr werden. So. Hey, toll gemacht. Gut, dass wir diese Bankräuber-Clowns festgenommen haben. Sonst hätte es vielleicht den reinsten Medienzirkus gegeben. Einen Medienzirkus. Weil sie doch als Clowns verkleidet waren. Kann ich da echt jetzt, was wie beim Zirkus. Sagen hier. Zirkus-Clowns. Ist das Ding an? Ja, aber du bist halt nicht lustig. So, ab zur Straßensperre. Oh, da gibt's sogar ein Auto, gibt's sogar Motorräder. Oh, Motorrad wäre schon schön, du. Ups. Also so ein Motorrad hätte ich gern. Da muss ich jetzt nur mal näher rankommen. So, jetzt mein Motorrad. Also hier, Ding zu sein, Polizist hier ist echt geil im Legoland. So, jetzt schauen wir, was in der Straßensperre so los ist. Was ist da denn los? Sie können doch fahren, oder? Ich brauche Hilfe! Keine Sorge. Du links und nach vorn. Du rückwärts und rechts. Du links, dann rechts und nochmal leicht links. Du weiter wie gehabt. Ich liebe es. So, was ist das denn für ein Raser hier? Ein Raser Mäuschen. Entschuldigen Sie, Ma'am, aber ich brauche Ihren Wagen. Mein Wagen ist Schrott. Hat es nicht gereicht, mein Leben zu zerstören? Du hast dich kein bisschen verändert. Lass das Süßholzgeraspel. Deinetwegen musste ich meine Identität aufgeben. Sogar meine Haarfarbe musste ich ändern. Du warst damals nicht blond? Du... Ich gehe jetzt noch zu Dad, verabschiede mich und dann verlasse ich Lego City. Sehe ich dich wieder? Nein! Ach Gott, der Arme. Kann er da... Er hat gerade ihr Leben gerettet. Was ist denn los mit der? Also, das ist jetzt schon ein bisschen arg hart. Was ist denn mit der Straßensperre passiert, Chase? Oh, ein Wagen geriet außer Kontrolle. Keine Sorge, hab mich drum gekümmert. Okay. Aber ich brauche einen neuen Wagen. Meinen habe ich, verloren. Eigentlich war das nicht mal meiner. Keine Sorge, bei Frank sind es im Schnitt 2 pro Woche. Beim Imbiss nördlich von dir befindet sich eine Fahrzeugrufsäule, ist aber schon länger außer Betrieb. Und ich soll sie jetzt reparieren. Bist ein schlaues Kerlchen, Chase. Zivilist, Polizist. Zivilist, Polizist. Ich richte die Rufsäule. So. Das ist einfach das Geilste. Ich könnte stundenlang machen. Ich bin Polizist. Was mache ich denn so? Bin ich trotzdem Polizist? Ja. So. Hallo. Ich suche diese alte Rufsäule. Kennen Sie die? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Sieh dir nur die Zapfsäulen an. Alle zerstört. Und ohne Zapfsäulen keine Kundschaft. Aber dank unserer berühmten Eierpastete ist das Gegenteil auch nicht wahr. Reparierst du die Zapfsäulen, soll es dein Schaden nicht sein. Natürlich repariere ich die Zapfsäulen. Ist ja
Nicht so schwer. Ein Knopfdruck in dem Fall. 1 von 4. So. Alter, nicht die Zapfsäule. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich diese Coins brauche. Das war's. Ich bin ruiniert, sag ich dir. Ich hätte mal das googeln sollen. Naja, vielleicht erklärt sich das ja auch noch. So, alle 4. Richtet. Octan geht wieder. Der Imbiss ist gerettet. Was möchtest du? Eiscreme? Ein Hotdog? Ein Eiscreme-Hotdog? Eiscreme-Hotdog will ich. Von denen habe ich noch jede Menge. Oh, ich weiß. Ich gebe dir diesen Superstein. Der hilft dir beim Reparieren der Rufsäule. Und irgendwo hier müsste noch ein anderer Superstein sein. Anderer Superstein? Als erstes nehme ich natürlich den. Aber wenn dann noch wo anders ein anderer. Dann gehe ich noch mal den Superstein suchen. Ich finde diese Detektivmusik finde ich super. Toll, einmal im Glas gelaufen, was? Und da geht's weiter. Ah, da ist er drin. Gib mir den Superstein. Yeah. So, sehr schön. Da drücke ich jetzt auch mal A. Rufsäule bauen. Ah, dafür braucht. Ah! Okay. Boah, das ist echt cool. Oh ja, ja. Ganz viele. Ich will erstmal die Maschine. Super bauen. Wie raus sich auch freut. Super freigeschaltet. Und goldene Steine. Jetzt werde ich aber hier überhäuft, du. So, also. Gib mir ein geiles Auto. Natürlich. In dem Fall kann ich jetzt nur den Notfall. Scheinbar. In dem Fall wirklich jetzt auch nur den Squaddy. Oder warte mal. Warum kann ich den? Dann mache ich doch den. Yay. Den hole ich. Aber der Unterschied ist jetzt für mich jetzt. Ja gut, ein bisschen anderes Licht. Ja, der hat, weißt du, der andere gelbe Licht, da geht ja gar nicht. Oh, ich kann den noch lackieren. Ich will ein schwarzes Polizeiauto. Wie geil ist denn das? Geilste Polizeiauto mal der Welt, würde ich jetzt mal sagen. Chase, ein weiteres Verbrechen ist im Gange. Auf dem Lego City Funkhaus haben sich Verbrecher verschanzt und unsere Leute kommen nicht rauf zu ihnen. Ich kann nicht fliegen, das ist dir doch klar, oder? Ja, aber mein Onkel Duke ist der Sheriff vom Bluebell Nationalpark. Er hat ein paar der alten Wurfhakenkanonen. Die könnten sich als nützlich erweisen. Und zu Unfällen führen. Deshalb benutzen wir sie nicht mehr, weißt du noch? Na, wenn dir das natürlich zu riskant ist. Ist es natürlich nicht. Ah, da super, holt, da appelliert ich sag Onkel Duke, dass Stolz. Du unterwegs bist. Oh, ein bisschen arg schnell. Ich hoffe, denen geht's gut. Ich hoffe es auch. Also die Steuerung im Auto ist echt noch ein bisschen hackelig. Also das ist echt unangenehm. Also die ist so hart direkt. Das hätten sie... Klar, vielleicht ist das genauso gewollt, aber es ist echt nicht einfach. Okay. Aber für enge Kurven wie jetzt, da ist es gut. Boah! Driftet da auch so gar nicht nach irgendwie. So ein bisschen echt strange. Boah, war das knapp so. So. Und da rein. Oh, ich hab's geschafft. Das Auto ist noch einigermaßen am Leben. Ja, gut, mir schlecht als recht. Ach, moin. Sir, mein Name ist Chase. Ellie hatte mich angekündigt. Ja, nimm mal das du die Route. Freut mich, Chase. Duke Huckleberry ist der Name. Und ich weiß alles über dich. Verzeih meine Offenheit, aber ich weiß von deinem Fehler. Dich aber deswegen gleich zu versetzen, fand ich ein bisschen heftig. Vor allem, da du den Zeugen zum Reden gebracht hast.
Nun ja, ich habe in der Zwischenzeit dazugelernt. So was Dummes passiert mir nicht nochmal. Okay. Ja. Alles okay? Ja, alles okay. Haben Sie zufällig eine Wurfhakenkanone? Klar habe ich die. Nimm dir ruhig eins dieser nutzlosen Dinger. Haben mir kein bisschen bei der alten Bessie geholfen. Hä? Streifenbarsch, grau, ungefähr so groß. Los. Und nichts. Na gut, ich muss da mal los. Ist das geil? Ein paar Verbrecher schnappen. Klar, viel Glück mit deinem neuen Spielzeug. Die sind gar nicht leicht zu handhaben. Ich freue mich. Geil, dass wir dieses Mal so cool instruiert, wenn man was Neues bekommt. Okay. Ich nehme mal dein Polizeiauto. Warte. Hey Chase, es gibt da ein Problem. Ja, die Sache lief bisher auch viel zu glatt. Was gibt es denn? Wir haben widersprüchliche Informationen darüber, in welchem Gebäude die Räuber sind. Der Chief hat Fußstreifen auf die Suche geschickt, aber ich denke, du findest einen besseren Weg. Oh, begib dich auf das Dach des Burgerladens, den ich auf deiner Karte markiert habe. Von dort kann ich mit dem Scanner herausfinden, in welchem Gebäude sie sind? Korrekt. Viel Glück, Chase. Das Auto gut. Das ist schon mal eine ganz andere Liga. Auch zwar immer noch hakelig, aber irgendwie cooler. Oh, jetzt kommt er da kaum den Berg hoch hier. Was ist das für ein Auto? Das soll ein Polizeiauto sein? Ja, ich weiß ja. So, vielleicht ein bisschen langsamer in die Kurven mal fahren. Dann mache ich nicht gleich immer alles kaputt. Oh, so ein Bäcker. Das wäre ja auch mal ein Spielzeug. So, den Boost aufbrauchen, bis nichts mehr da ist. Jetzt, wenn es nämlich so geradeaus geht, dann geht es endlich auch mal gut. Ja, man kommt so und schon also allmählich rein. Es dauert nur so ein bisschen. Aber ihr seht, das klappt dann schon. So, hier. Berge mögen die Autos scheinbar so gar nicht. Geh weg! Das ist meine Spur! Aber wie viel hier Coins es da gibt? Das wird sicher Ärger geben. Aber hier sind halt die Coins. Meine Schuld! Ich glaube, wir. Geht alles noch. Was machst du denn da? Ich weiß nicht, ob das jetzt Abzüge gibt, gell? Aber scheinbar stört es nur so bedingt, so ein bisschen halt so. Nein, das macht aber nicht. Du, so in der Form. Die armen anderen Lego-Bewohner da niederfahren. Aber ist das wirklich schlimm? Ist es wohl nicht. So, jetzt habe ich aber dann auch wirklich gleich hier fast alles abgefahren. Das ist jetzt doch echt weit. So, da bin ich auch schon vor Ort. Fast drin. Ja, jetzt. Okay. Ja. Also, was ich nicht so verstehe, der feuert den nicht so da, wo ich will. Drückt der A, um einen Wurfhakenpunkt zu benutzen. Weil sobald ich jetzt hier loslasse und so schießt er nur geradeaus. Also, der schießt nicht so wirklich nach oben. Ah, jetzt. Okay, man muss. Okay, das ist ja. Ich dachte, ich muss den selber schießen, aber scheinbar nicht. Okay.
Einfacher als gedacht. So, und rap, ab in den Burger. Oh, oh, oh. Hier, nicht runterfallen. So, dann wollen wir mal sehen, wo ihr seid. Ja, ich hab so eine Ahnung. Besser. Hab euch. Ja. Wird Zeit, dass euch jemand darunter holt. Weniger quatschen, handeln ist angesagt. Na, alles klar. Krieg ich einen Sturzschaden? Ellie, ich hab die Räuber gefunden. Aber ich werde mich auf das Nachbargebäude begeben. Von dort aus springe ich rüber und hab das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und verpatze ich es, bin ich wenigstens eine Woche krankgeschrieben. Das ist eine schöne lecker Krankenhausverpflegung. So, jetzt läuft es. Hab einmal wieder den Dreh raus hat. Gar kein Problem. So, übrigens, ich habe mir sagen lassen, dass die Ladezeiten auf dem Wii U noch mal viel krasser waren. Also da sind wir ja jetzt hier im goldenen Zeitalter praktisch sozusagen angekommen. Keine Höhenangst oder irgendeine andere lächerliche Phobie. Bonjour! Was? Oh, französische Papageien! Was für ein Scheiß! Ich war auch schon mal fetter. Ich kipp gleich um! Ja, das sind doch. Es muss einen Weg zu diesem Gebäude geben. Gangster nach meinem Geschmack. Wurfhakenkanone ist super! Juhu! Okay, jetzt ist mir ein bisschen schlecht. Was denn? Ich schwing doch. Na also, geht doch. Warum nicht gleich so? Was ist das? Das leuchtet, aber ich kann nichts machen. Ist doch doof. Und du? Dann kann ich auch nichts machen. Och Mensch. Nein, 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 nein. Oh, das ist gut. So mag ich das. So, und jetzt hoch. Jetzt kommen wir aber langsam, aber sicher so vor, wie wir uns das vorstellen. Keine Ahnung, was ich da jetzt traue. Aha. Ja, langsam, aber sicher. Da rein. Okay. Kann ich da irgendwas basteln? Naja, das Zeug sah eh geschmacklos aus. Ja, ich mach irgendwas. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber irgendwas habe ich gemacht. Okay, wow, alles klar. Natürlich. Aber das ist gerade das, was irgendwo das Spiel für mich so cool macht, weil es einfach was ganz Besonderes ist. Hey! Hier unten ist ein Korb! Alle Mann, abhauen! Die Diebe werden mir nicht entkommen! Now. Natürlich kommen die nicht davon. Oh. Hey.
Den einen habe ich, bleiben erst, noch die erst anderen. Geschnappt. Ja, das mit dem Zählen kommt noch. Warum kann ich da nicht kriechen? Das ist doch doof. Ich dachte mir, also irgendwie muss ich doch da reinkommen. Aber scheinbar nicht. Nee, tu mal weg da. Nein. Nee, egal. Keine Ahnung. Vielleicht wird es doch irgendwann mal spannend. Oh, oh. Okay, alles klar. Kann ich jetzt noch nicht machen. Also, sobald was blau ist, sollte ich doch irgendwie damit agieren können. Aber... Okay. Ja, besser. Geht schon weiter. Ist ja alles noch sozusagen auch neu für mich. Also ich bin ja wirklich auch neu an dem ganzen Thema hier. Das ist gesperrt, weil da immer noch nicht was er machen soll. Wow! Wusste gar nicht, dass ich so ein guter Turner bin. Ich glaube, das wusste noch keiner von uns. So, jetzt hier hoch. Erstmal alles Ding gesammelt. Hoch! Oh, geht so nicht. Anstrengend. So, da oben bin ich schon mal. Das ist ja lustig. Ich habe aber nur noch zwei Herzen. Auf jeden Fall ist die... Die Musik ist sehr aufbauend. Beachtet mich gar nicht. Wie geil ist er denn drauf? Das wären dann zwei. Yes. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich da jetzt machen muss. Hab dich. Da ist Nummer 3. Bleibt nur noch der Anführer. Okay. Wird irgendwas Gesperrtes? Okay, das ist sehr leicht gemacht. Da muss man sagen, da ist die Steuerung angenehm. Ihn zu schnappen wird wohl schwieriger. Immer B drücken, immer B drücken, immer B drücken. Bis dann, Kopf. Nein. Hier kommst du nicht rüber. Das ist doof. Was, warum? Ich kann auf dem Dach eine Person erkennen, die womöglich der Kopf der Verbrecherbande ist. Sie scheint jemandem zuzuwinken. Du musst dir schon mehr einfallen lassen, um mich aufzuhalten. Warum habe ich nur die Klappe so weit aufgerissen? Moment! Jetzt schickt sich doch jemand der Lego City Polizei an, hier mitzumischen. Und es sieht nach einer Verhaftung aus. Für Sie vor Ort, Conrad Peters von den Kanal K Nachrichten. Also der Humor ist einfach wirklich super. Gefällt mir richtig gut. War bei den Filmen ja schon legendär, aber wahnsinnig. Komm schon, gib endlich auf! Denke ich mir auch. So, und jetzt hoch. Jetzt sind wir aber doch bald ganz oben. I believe I can fly. Macht dir auch keinen Schaden. Für ihn kein Problem für unseren Chase. Wo ist er jetzt? Hilf mir! Sonst fall ich! Ich hab ne Frau und zwei Goldfische! Nein, um die Goldfische natürlich. Hand. Sag, für wen du arbeitest. Für George! George! Vater Benson? Barry? Komm schon! Ich kann nicht! Der nimmt mich auseinander! Okay! Ich arbeite für Rex Fury! Rex? Wo ist er? Keine Ahnung. Er meldet sich nur per Telefon. Und wer weiß es sonst? Was weiß ich? Vielleicht Blue. Er ist im Albatros-Gefängnis.
Geh zu ihm, aber lass mich bloß nicht fallen. Oh Gott. Okay, am Fuß ging's dann doch. Du scheinst ja gut informiert zu sein. Naja, ich schnapp das ein oder andere auf. Na, jetzt wohl nicht mehr. Da. George? George, Vater Bensonberry? Hey! Lange nicht gesehen, Dave! Ist das gut? So, ja, damit ist, glaube ich, auch die Folge angezockt durch. Wir hatten wieder mal, fand ich, viel Spaß. Ich denke, damit reicht es auch. Schade, dass wir kein ganzes LP draus machen können. Aber wie gesagt, ihr müsst mir das nicht, dürft mir das nicht böse nehmen, dass ich das Spiel einfach auch mal unterwegs zocken will. Bietet sich einfach perfekt an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir werden schauen, was uns demnächst hier so auf dem Kanal begegnet. Bis demnächst, euer Alcaramba.